Eigentlich ist man aus London eher Pessimismus gewohnt. Zumindest, wenn es um den Euro geht oder um die Bewertung von Euro-Staaten. Umso überraschender, was neuerdings von der Ratingagentur Fitch zu hören ist. Das Schlimmste sei überstanden, sagt der Leiter jener mächtigen Abteilung, die die Kreditwürdigkeit europäischer Staaten bewertet. Es gibt Anlass zu Optimismus. Die Märkte haben sich beruhigt und Länder wie Spanien oder Italien haben es jetzt leichter, Kredite zu günstigen Konditionen zu bekommen. Und dann gibt es dann natürlich die Strategie der Europäischen Zentralbank, wenn nötig, Staatsanleihen aufzukaufen. Deshalb sind die Anleger jetzt eher bereit, zum Beispiel spanische Anleihen zu kaufen, weil die Chancen, dass etwas so Extremes passiert, wie ein Auseinanderbrechen der Eurozone, jetzt eher gering sind. Wer hätte das gedacht? Und wie sieht man das am Finanzplatz Frankfurt? Ähnlich optimistisch? Oder eher skeptisch. Vor der Börse treffen sich Banker in der Mittagspause auf ein Glas Wein. Feiern Sie das Ende der Euro-Krise gerade? Nee, wir feiern immer. Also ich sehe keine große Euro-Krise mehr. Ne? Die Euro-Krise ist vorbei. Ja, vorbei ist nicht. Es gibt noch ein paar Schwierigkeiten, aber ich sag mal so, ja, was haben wir jetzt? 2013? 2015 ist er gegessen. So weit will der Chefvolkswirt der Allianz drinnen auf dem Parkett nicht gehen. Auch er sagt, der Höhepunkt der Krise sei vorbei. Aber ich glaube, dass die Folgen dieser Krise noch sehr, sehr viele Jahre zu spüren sein werden. Wenn man nur daran denkt, wie etwa Griechenland, welche Anstrengungen ein Land wie Griechenland unternehmen muss, um die Zielsetzung für den Haushaltsausgleich und für den Schuldenabbau bis zum Jahr 2022 herbeizuführen, dann sieht man, dass die Anstrengungen zu einem großen Teil noch vor den Ländern stehen und dass es viel auf Disziplin ankommen wird, auch diese Ziele zu erreichen. Insofern ist die Krise natürlich in diesem Sinne nicht vorüber. Und eigentlich für die Banken schon gar nicht. Denn einige stecken seit Jahren in einer Dauerkrise und bauen teilweise massiv Personal ab. Und der krisengeschüttelte Euro verhagelt den Managern in den Chefetagen zusätzlich die Stimmung. Auch der Chefvolkswirt der Commerzbank sieht keinen Anlass zum Aufatmen und warnt vor weiteren Großbaustellen. Die Krise zieht sich zurück wegen der Politik des billigen Geldes. Sie ist in gewisser Weise übertüncht und das kann sogar 1, 2, 3, 4, 5 Jahre anhalten. Aber solange die Ursachen der Krise nicht gelöst sind, solange Italien seine wirtschaftlichen Probleme nicht entschlossen angeht, rede ich von keiner grundsätzlichen Lösung der Krise, sondern nur von einem Abebben, von einem Zurückziehen, von einem Überkleistern der Krise mit einer Politik des billigen Geldes. Billiges Geld von der Europäischen Zentralbank. Die hatte letzten Sommer angekündigt, unbegrenzt Staatsanleihen europäischer Krisenstaaten aufzukaufen. Bisher ging diese Strategie auf. Aber ob das reicht? Das Euro-Symbol ist bei Touristen sehr beliebt. Vielleicht können Sie später mal sagen, wir waren dabei, als Europa in der Krise war und als der Euro diese Krise überlebte.